Und damit ein herzliches Hallöchen zu meinen 5 Tipps für Anfänger in Days Gone. Das ist natürlich nichts für Veteranen oder Leute, die das Spiel schon länger spielen, sondern wirklich für Anfänger. Das Wichtigste, also Tipp 1, ist, sobald ihr Fertigkeitspunkte bekommt, müsst ihr die in Nahkampf-Feldreparaturen stecken. Ich habe das am Anfang echt verbockt und hatte echt Probleme, weil die Nahkampfwaffen ständig kaputt gehen. Man nicht besonders viel Schuss hat und man immer in Nahkämpfe rein muss. Mit dieser Option könnt ihr die Dinger nach den Kämpfen reparieren und es erspart euch viel Kummer. So, und damit werden wir bei Tipp Nummer 2, ein Gratis-Sniper-Gewehr, was gerade am Anfang eine Menge bringt, da wir natürlich nicht wissen, wo wir am Anfang an Waffen kommen. Wir können nichts kaufen, deshalb auf jeden Fall diese Waffe mitnehmen. Sie ist hier in diesem Häuschen. Der Distrikt liegt ungefähr hier. Hier starten wir. Das heißt, wenn man direkt relativ am Anfang hier hochfährt, kann man sich diese Gratiswaffe mitnehmen. So, wir müssen gar nichts anderes tun, außer hier die Ecke rumzurennen, hier hochzuklettern, in dieses Fenster rein und voilà, da haben wir die Waffe. Tipp Nummer 3. Was wichtig ist, ist auch unendlich viel Schrott zu sammeln, alleine um seine Nahkampfwaffen etc. zu reparieren. Deshalb solltet ihr wirklich in jedes Gebäude gehen und jedes Auto. Ich kann jetzt gerade keinen sammeln, aber hier wäre jetzt Schrott drin gewesen. Ihr solltet es auf jeden Fall sammeln, um eure Waffen zu reparieren. Hört sich simpel an, man hat oft keinen Bock drauf, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig in Bezug auf Tipp 1. Tipp Nummer 4. In jedem Plündererkampf, was ihr ausfindig macht, gibt es einen Bunker. In jedem Bunker befindet sich ein Rezept, womit ihr eure Nahkampfwaffen aufpimpen könnt. Beispielsweise könnt ihr in einen Baseballschläger noch Nägel reinhauen oder ein Sägeblatt dran fixieren, was die Waffe viel effektiver macht und stabiler. Also es lohnt sich auf jeden Fall, jedes Camp zu absolvieren. Tipp Nummer 5. Nero-Kontrollpunkte. An diesen Punkten kriegt ihr immer einen Nero-Injektor, der eure Ausdauer, Konzentration etc. eine Stufe hochsetzen kann. Das Wichtige bei diesen Camps, gerade auf niedriger Stufe, wenn man mit dem Spiel anfängt, ist, dass an diesen Gebäuden, wie hier zum Beispiel, eigentlich so Mikrofone, Megafone dran montiert sind, die losgehen, sobald man den Strom aktiviert. Das Problem dabei ist, es zieht Unmengen an Horden an, beziehungsweise halt an Freakern. Horden kommen erst später. Genau, hier liegt einer. Ihr müsst die vorher deaktivieren. Das könnt ihr mit mehreren Möglichkeiten machen. Entweder beispielsweise, ihr klettert hier rauf auf so ein Dach und dann könnt ihr die hier einfach abtrennen. Wenn euch der Weg zu weit ist oder ihr nicht wisst, wie ihr drankommen könnt, dann könnt ihr die runterballern. Das Ding ist natürlich, ihr müsst alle finden, das ist immer schwer zu sagen, wie viele in einem sind. Deshalb müsst ihr das einfach ausprobieren, aber sobald ihr den Strom aktiviert in so einem Camp, um in diese Basis hier reinzukommen, geht der Alarm los. Deshalb immer Vorsicht, alle diese Dinger müsst ihr runterschießen. Sonst habt ihr ein böses Erwachen, glaubt mir, ich wurde schon oft gejagt, könnt ihr meinen Videos nachgucken. Okay. Das war es auch mit meinen 5 Tipps für den Anfang. Wenn euch das irgendwie gefallen hat, lasst mir ein Like da oder einen Kommentar. Würde mich freuen. Noch einen schönen Tag in Days Gone.